Never too far. Wanna show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you are. Wanna know you better. Good. Wanna push you, baby, but never too far. Wanna show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you are. Robert gibt den Mädchen, wie man hört, die nötige Sicherheit. Am nächsten Tag dann das erste Tanztraining mit dem neuen Lehrer Terence, denn die wohnt und arbeitet in Berlin. Trotzdem will er seinen Stellvertreter persönlich vorstellen. So, ich stelle euch heute den Terence vor. Terence wird in der Zeit, in der ich nicht für euch da sein kann, euch betreuen. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Teacher, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mindestens genauso straight wie ich, vielleicht sogar noch ein bisschen straighter. Ich werde definitiv immer, wenn die wichtigen Zeiten sind, so wie die Vorbereitung für die Videoperformance oder die Vorbereitung für eure erste Stage-Performance, werde ich immer 10 Tage etwa vorher da sein, um euch dann zu betreuen, teilweise mit Terence zusammen und die Choreografien zu stellen. Aber jetzt überlasse ich euch erstmal den treuen Händen von Terence und legt ordentlich los und gebt alles. Okay? One, two, three and a forehead. Terence kam vor einigen Jahren direkt vom Broadway nach München, wo er als Tänzer in bekannten Companies und auch als Tanzlehrer und Choreograf arbeitet. Two, all on, two, on a rest, okay. One, two, looking three, spiegel. Boom, six, give me that. False. Falsch, falsch. Okay, ladies. Mirror, mirror, mirror. Come on, place. Hey, show it, hey. Die kennt die Mädchen ja bereits aus Mallorca. Aber was sagt sein Kollege zu den neuen Stars? Cool, Terence, du hast ja jetzt so die ersten 1,5 Stunden etwa mit den Mädels verbracht. Was hast du für einen Eindruck? Sind die Leistungsunterschiede sehr, sehr groß? Im Moment, ich glaube, die Mädels sind ein bisschen schüchtern. Ja? Sie hat das Ausstrahlung, aber sie weiß nicht genau, wie sie das nutzen kann. Ja? So, was ich versuche jetzt zu überbringen, ist das Ausstrahlung mit dem Tanzstil kombiniert rauszubringen. Ja? Okay. Ja. Wer mich immer überrascht, ist Vanessa. Also die letzten, wir hatten sie ja etwa eine Woche beim Workshop und die letzten 3, 4 Tage, also nach der Hälfte der Zeit, war es so, als wenn ein Knoten geplatzt wäre. Ich bin ein Anfänger und der zeigt gleich, ja, und jetzt gehst du in die Pirouette und jetzt machst du das Dingsabuch so und Püri und Türi und Tuffli und keine Ahnung, was das alles bedeutet. Erstens war das und zweitens, ich weiß ja gar nicht, ob ich das richtig mache. Weil er kommt einfach nicht, er sieht es zwar, dass ich Probleme habe, aber er kommt nicht. Und natürlich, ich muss auch meinen Mund aufmachen, aber ich erwarte irgendwo auch von einem Trainer, der weiß, was alles auf uns zukommt, dass der sich bemüht. Next! 5, 6, 7, 8. Yes!
Also mal gucken, wie das weiterläuft. Und ich denke, das Beste ist, wir setzen uns mal zusammen und reden drüber und gucken, was bei rauskommt. Obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass er da sehr, dass er sich dann sehr angegriffen fühlen wird. Dass dann die ganze Atmosphäre sowieso hin ist. Ein offenes Gespräch wird unvermeidlich. Okay, aber lasst uns relativ schnell zum Thema kommen, warum wir hier sind. Okay, dass wir eine Richtung finden. Ja. Ladies. Ja, das ist mir, du fängst manchmal ab 5 an und dann denke ich, wieso fängt ihr jetzt mit 1 bei 3? Und das raff ich manchmal überhaupt nicht. Weil dann denke ich, wenn ich dann rauskomme, komme ich nicht mehr rein. Solange ich mitkomme, ist es okay, aber ich komme halt manchmal raus und dann komme ich einfach nicht mehr rein durch die Szene. Das ist mein Problem. Also bei 8 bis 18, dann weiß ich, okay, jetzt setzt du 3 Schritte aus und dann machst du wieder mit. Aber bei diesem bis 4 oder von 5 bis 8 oder keine Ahnung, da komme ich einfach, ich komme total raus. Genau. Okay. Ich komme auch dann nicht mehr rein. Also mein Problem ist, ich kann dir das alles nachtanzen, was du vortanzt. Das ist nicht mein Problem. Aber mein Problem ist die Haltung. Dass wir vielleicht alle auch erstmal lernen, dass du uns beibringst, welchen Muskel man anspannen muss, um die Bewegung richtig zu machen. Das können wir auf alle Fälle machen. Von euch Vieren wissen wir jetzt relativ genau, worum es geht. Ich würde es ganz gerne noch von Nadja wissen. Ja. Ich fühle mich ein bisschen so in der Gruppe ein bisschen zurückgesetzt, weil ich halt wirklich sehr, sehr große Probleme habe, Choreografien zu lernen. Und wenn ihr dann weitermacht und ich komme nicht mehr mit, das ist, also ich kann dann versuchen mitzumachen, aber ich komme dann, ich schaff's dann einfach nicht mehr und ich fühle mich dann einfach schlecht und das nagt an meinem Selbstbewusstsein und ich glaube dann einfach, dass ich schlecht bin. Bei Nadja ist es vielleicht auch so, die Angst vor dem Versagen. Ja? Das ist klar. Die Angst vor dem Versagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird man halt wirklich frustriert. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir keine Lust haben. Ich habe schon Lust zu tanzen. Ich möchte es halt nur richtig können. Ich will mich hinstellen können, okay, und Augen zu machen können und sagen, okay, mein Arm ist jetzt genau da und mein Fuß zeigt jetzt genau nach da. So muss es sein. Ja, und das müssen wir lernen. Wir wollen euch ja nicht zu professionellen Bühnentänzern. Ihr sollt ja kein staatliches Diplom für einen Bühnentanz bekommen, sondern ihr sollt nachher einfach eine geile Performance machen, wo die Leute sagen, unser Zielpublikum, hey, die sind cool, die sind zu fünft, die kicken weg und das geht ab. Aber ich denke, die Problematik haben wir jetzt besprochen, da sind wir jetzt durch. Ja, dass einfach wir mehr auf die einzelnen Persönlichkeiten und auf den einzelnen Leistungsstand eingehen. Und dass ihr selber euch auch wieder motiviert und sagt, hey, jetzt geht's weiter und dann nicht so die Flappen sind. Ja. Nadja? Ja. Oh. Am nächsten Tag allerdings ist Terence krank und muss zunächst von Patrick, einem anderen Kollegen, ersetzt werden. Der Terence ist leider krank. Ach so. Und ich muss ihn ersetzen. Okay. Die Mädchen verstehen sich von Anfang an super mit Patrick und heimlich hoffen sie, ihn als Lehrer behalten zu dürfen. 1, 2 und 3, 4 und 5. Zu, immer noch. Zu weiter. Zu oder ab. Okay, aber für so mehr trockene Bewegung, auch wenn du das machst hier, du machst das ganz easy und so. Du sagst, okay, genau, das ist es. Okay, now, come on. Oh. 5 und 6 und 7, nochmal. Geh richtig dort. 7, nochmal. 6, 7 und richtig. Nur Nadja ist noch nicht mit sich zufrieden. Wichtig, dass du deine Füße auch hoch und nicht so gehst, ja? Sag mal. Nee, es ist einfach scheiße. Ich komm nie mit. Egal wo und wie. Und wir haben halt auch so wenig Zeit. Ich kann auch zu Hause nicht üben. Wie soll ich denn jetzt heute noch üben und morgen? Also jetzt wirklich ist es so, dass ich locker einfach in die Stunde reingehen kann, auch wenn ich weiß, dass ich nicht richtig gut bin, aber ist einfach ich weiß, dass ich gut werden und das macht das Ganze auch. Aber die Übungen, die wir machen mit Terence, finde ich gut, das ist so richtig Hip-Hop, da kann ich noch mitmachen, da habe ich keine Probleme mit. Ich finde es nur am Ende zu schnell einfach. Also, ich bin auch Choreografin, ich bin da so langsam drin. Also wir haben das Joy schon am Montag gesagt und meine Meinung hat sich... Joy, die sich um die Mädchen kümmert, überbringt ihnen eine freudige Nachricht. Was ist denn? Wir würden gerne Patrick als Tanzlehrer behalten. Ja. Mhm. So ich bin wie das erstmal nicht frustriert. Ja.
wie ich darauf. Also, ich habe inzwischen mit beiden gesprochen, also mit Terence, und habe mich gestern sehr lange mit Terence unterhalten und auch mit Patrick gesprochen. Und also für Terence ist es in Ordnung, wenn wir mit Patrick arbeiten. Und Patrick hat auch die Zeit und würde das sehr gerne mit euch machen. Das heißt, wir ändern das jetzt. Deshalb kommt Simone aus London, um mit den Mädchen ihr zukünftiges Styling zu besprechen. Natürlich ist auch Joy dabei, die in diesem Projekt eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Also, was ich vorher schon am Telefon mal gesagt habe, ist, dass natürlich Musik machen und so alles und singen und tanzen ist ganz wichtig, aber die ganze Look, die ganze Styling und wie ein Band so zusammenpasst, ist natürlich auch ganz wichtig. Das ganze Image. Und ich habe mich da viel Gedanken über gemacht. Und ich habe so meine eigene Idee und ich will mal wissen, was ihr dann denkt und was ihre eigenen Ideen auch sind. Dass wir das alles so ein bisschen zusammenbasteln. Meine Idee war, um die Band auf die Elementen von der Natur zu basieren. Stimmt das, basieren? Ja. Und wir können noch weiter dran arbeiten. Das ist nur mein erster Gedanke war. Lucy für mich war ganz einfach. Lucy ist Feuer, oder? Ey, das ist ganz einfach, weil du bist so wild und die rote Haare und das Ganze und pff, Feuer. Das war ganz einfach. Und habe ich weiter gedacht, okay, Feuer. Wo können wir von Feuer? Woher können wir dann gehen? Habe ich gedacht, okay, Eis. Habe ich gedacht, naja, keiner ist Eis so wie kalt Eis, ja? Mhm. Ich habe gedacht, von Look und so alles. Sandy, du kannst Eis spielen. Ich will halt nicht dieses typische Blondinchen spielen von nebenan, sondern will schon auch was Richtiges rüberbringen damit. Wenn die richtige Person dich anfasst mit Liebe, dann schmelzt du ein bisschen, weißt du? So echt so, es hat etwas Süßes und so Eis. And who's gonna touch me? Weißt du? So ein bisschen so. Und wer kann mich schmelzen lassen? Weißt du? So eine Idee. So nicht hart, weil es ist keine hier eigentlich. Vanessa, Erde, Earth. Weil Erde für mich ist so sinnlich. Und es hat auch, auch Power und so alles, auch Kraft dabei. Und dann Nadja, Air, Luft. Und ich dachte das, weil zum Beispiel, wenn du tanzt, du tanzt nicht bom, 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 du tanzt so, ja? Du tanzt viel mehr so. Und auch deine Stimme, weil dann, du hast so eine schöne Stimme. Ich habe so das Gefühl, deine Stimme kann auf den Luft so reißen und dann andere Leute berühren, wenn du gar nicht da bist. Du kannst Leute von einem Abstand von ganz ferne berühren. Mhm. Und so auf den Wind, dass deine Stimme auf den Wind reißt. Mhm. Und mit Jessica habe ich gedacht, okay, erstmal, eigentlich sind nur vier Elemente. Ich gedacht, okay, was kann das fünfte Element sein? Und jetzt habe ich zwei verschiedene Gedanken. Die erste ist Spirit. Wie heißt es? Geist, aber ich würde Spirit sagen. Spirit. Wir haben heute Besuch bekommen von der Simone. Und wir haben so über unser Styling gesprochen und wer jetzt in der Gruppe was verkörpert. Und da kamen wir auf die Idee, dass wir alle Elemente sind. Und wir haben halt Feuer und Eis und die Erde und den Wind. Und ich bin das fünfte Element. und zwar bin ich Spirit. Und also wir hatten erst überlegt, ob Spirit oder Fantasy. Aber wir haben uns dann jetzt so auf Spirit festgelegt, weil weil auch einige meinen, ich bin ein bisschen übersinnlich angehaucht und ist auch so meine Sache, so das Übersinnliche, so ein bisschen Esoterik und es beschäftigt mich und finde ich auch total gut, kann mich sehr, sehr gut damit identifizieren. Und ich bin die Erde. Und ja, was sage ich über die Erde? Die Erde ist, also zuerst konnte ich mich damit nicht so anfreunden, weil ich habe das so nebenbei gehört, dass ich die Erde bin und ich fand die Erde super öde und langweilig und Erde, warum? Warum ich? Wäre ich doch
lieber das Feuer. Oder ja, irgendwas anderes. Spirit fand ich auch gut. Aber gut, jetzt bin ich die Erde. Und jetzt finde ich es mittlerweile auch sehr gut, weil es passt zu mir auch. Die Erde wird so dargestellt, ein bisschen, ich gehe ein bisschen in den Latino-Style, in die spanische Ecke, und ich werde auch so dargestellt und sehr natürlich, sehr menschlich, sehr, sehr warm, und irgendwie fühle ich mich auch so. Also ich habe mir jetzt zu jedem, auch unter diesen, zu diesen Elementen jeweils ein Styling einfallen lassen, mhm, dann Eigenschaften einfallen lassen, und dann im Kopf habe ich noch so ganz viele Ideen für die Bühnenshow. Ja! Also. Ich auch! Ja! Ja. Oder nicht. Also, das wird doch echt perfekt. Ich habe mit sein. Lucy angefangen, also so ganz grob einfach Outfit. Also knallige rote Haare, sportliches Outfit, natürliches Make-up, und die Farben, so bevorzugte Farben sind Orange, Rot und Schwarz. Dann bei Vanessa habe ich gedacht, also frisurmäßig so eine Bob-Frisur mit Pony, aber auch in dem gleichen Farbton. Sexy Outfit, bevorzugte Farben braun, olivgrün, beige. Und dann zum Beispiel Leder-Outfits oder so. Mhm. Natürliches Make-up in Brauntönen. Bei Sandy, blonde mit eisblonden Strähnchen. Ey, das war meine Idee! Dazu vielleicht, ja klar, ich habe von allem ein bisschen was noch gehört. Dazu vielleicht noch künstliche blaue Strähnchen. Pastellfarbene Outfits in Pastell, Violett und Blau. Make-up in kühlen Farben, bevorzugt Violett und Blau. Elegante Schnitte. Jessie, alle Farben. Ja! Orientalischer Schmuck, zum Beispiel Henna-Tattoos, Geisha-Punkt und Nasenring. Ja. Kleidung mit Goldborten und viel Tingeltangel, so viel Glitzer und allem drum und dran. Make-up muss harmonisch wirken. Bei Nadja, bei mir, da kamen mir nicht so viele Ideen. Also, zwei Seiten. Nee, also langes, glattes, dunkelbraunes Haar. Also das finde ich auch wichtig, dass ich eine andere Frisur bekomme, weil wir auch so viele Lockenköpfe sind. Also ich glaube, langes, glattes, braunes Haar, das passt gut. Einfach Wind, das flattert im Wind, ja, und das passt gut. Glänzende Stoffe, so bevorzugt Gold und... Gold und Seide. Genau. Nee, Gold und auch Blau und auch viel Glitzer. Kleidung etwas exotischer, orientalisch eventuell. Make-up natürlich mit viel Schein- und Glitter-Effekt. Farben, Gold, Kupfer und so weiter. Also was mir jetzt nicht so gut gefällt an dem, was Nadja gesagt hat, ist dieses feine, schicke Outfit, das will ich nicht. Okay. Und ich möchte, ich möchte nicht dieses... Also eigentlich, ich habe sie so vorgestellt, wie ein ganz geiles Kleid, wunderschöne Schuhe. No way. Was, wie siehst also du das? Also das kann mal so aussehen. Das ist jetzt nicht da, aber ich möchte nicht dieses... dieses Standard. Dieses, genau, dieses Standard einfach, dass ich so toll und schick und bin. Ja, das passt nicht zu mir ganz einfach. Ich weiß es nicht. Schon sehr, sehr weiblich. Aber ich möchte zum Beispiel auch, dass man mein Tattoo sieht oder sowas. Dass man halt sieht, ich bin nicht so das typische Weibchen, das Blonde, sondern dass man sieht, ah, da steckt auch irgendwas richtig drin. Und ich möchte zum Beispiel bauchfreies Oberteil. Zwar dann schon wirklich, dass man Weiblichkeit sieht und alles, das schon, ne? Weiblichkeit sieht! Ja, aber ich möchte schon, dass man, oder ein richtig geiles, rückenfreies Kleid so richtig bis zum Hintern passt. Jetzt braucht die Band nur noch einen Namen. RTL 2 und Radio Energy haben deshalb aus drei Vorschlägen der Mädchen entscheiden lassen, wie die Band denn heißen soll. Du warst nicht nur VJ, du warst selber Popstar. Und zwar hast du selber eine Karriere schon im Gesangsbereich gehabt. Als die Mädchen dazukommen, ist das erst einmal vorbei mit der Ruhe im Studio. Wolltest du da nicht selber dabei sein? Ich bin immer selber dabei. Es ist ganz schwer, mich zu konzentrieren, wenn die Mädels da sind. Hallo, ja. Genauso wie jetzt wieder. Auch mal, das war ganz schwer. Die haben alle getanzt und gesungen und ich wollte mitmachen. Und jetzt will ich auch wieder mitmachen. Und da sind die Mädels schon bei uns in den Energy 93.3 Studios. Mehr werden wir gleich von ihnen hören, hier bei Energy 93.3 in München. Okay, wir brauchen jetzt nochmal Ruhe! Wir brauchen jetzt nochmal Ruhe! Wir gehen jetzt rein! Leise! Okay, okay. Wir gehen jetzt rein, okay? Das ist hektisch alles hier. Okay.
Energy 93.3, die Hits von heute. Fett aus dem Bett, ich bin's, Wachmeister Nick. Einen schönen guten Morgen an diesem Schicksalsmorgen. Denn heute geht es um Popstars 2000 mit RTL 2. Die Mädels von den Popstars 2000 sind schon hier. Wir wissen schon, wer es sein wird. Allerdings haben wir noch keinen Namen. Wir haben hier die Ergebnisse. Ich weiß im Prinzip eigentlich schon, welcher Name das sein wird, aber ihr noch nicht. Und ihr solltet jetzt mal ziehen, wer eigentlich der Gewinner ist. Aus jeder Stadt. Hamburg, Berlin, München. Hamburg, Berlin, München. Jeder jetzt bitte einmal rausziehen. Ja, wir haben München hier. Okay, wer ist es? München hat gewonnen. Und zwar ein Trip zum ersten Fernsehauftritt der Girls, nämlich zum The Dome. Okay. Tabitha Gerhardt. Und ein kleiner Applaus aus dem Energy. Gleich der nächste. Berlin. Wer ist in Berlin? Du darfst dahin. Birgit Nagel. Aus Hamburg geht zu der Dome Astrid Manji. Hey, Astrid! Und ihr solltet jetzt mal hinten an diese Wand gehen. Die ist mit einem roten Tuch verhüllt. Denn wir von Energy 93.3 haben für euch jetzt, weil wir den Namen schon wussten, etwas Kleines vorbereitet. Ja? Ihr werdet nämlich jetzt den Namen erfahren. Hinten hingehen und wir enthüllen! Und damit steht ein Name fest. Ihr wisst da draußen noch gar nicht, warum sie sich so freuen. Es sind jetzt die No Angels. Wir brauchen dich gleich zum Singen. Oder willst du dann? Geil! Aber es ist eine Ballade, ganz soft, ne? Lucy zeigt plötzlich ein ganz neues Talent. Sehr gutes Instrument, wo man, auch wenn man sich so schlecht fühlen kann, schlecht fühlt oder so happy, kann wirklich so drauf sitzen und eine halbe Stunde hauen und dann fühlt man sich, glaube ich, besser. I thought you played some foolish game. Unter den Ton, gell? Das war nicht so gut wie vorher. Nee, wrong, ein bisschen hauchiger. Wrong. Das wrong. Wrong, ein bisschen hauchiger. Okay. Und du bist am Anfang von der Zeile ein bisschen unter den Ton. End, ja. Das ist immer so Einstiege. Peter legt sehr viel Wert auf musikalische Feinheiten und arbeitet intensiv mit den Mädchen. Ja, aber es hat nicht das Gefühl wie nee, vorher. Nee, zu gerade, ne? Ist zu nochmal. Kein Charakter. Genau. Nochmal. I thought you played some foolish game. And now my heart tells me I was wrong. Ich weiß, du hast dich jetzt geöffnet da am Schluss. Wrong. Ja. Kannst du das Öffnen früher machen oder das... Gleich sehr offen singen das Wrong. Ja. Weil das O ist eh zu. Mhm. Und dann dein Hauchberg. Ja, dieses Seidige da oben, das war geil. Okay. Each night I pray that you come back. I can't deny what I feel inside of me. I can't deny what I feel inside. Du kannst es eigentlich viel einfacher. Der Ton, der erste. Yeah. I can't deny what I feel inside of me. Der erste ist inside. Mit der Welle, mit diesem Schlenker, kannst du dir ein bisschen Zeit lassen. Ja. Nimm mal von der vom letzten Satz. 3, 4. I can't deny what I feel inside of me. Ja? Ein bisschen Zeit lassen. Machst du mal den Rhythmus mit? Ja. Weil wir 3. Quatsch einfach und ich sag 3, 4. 3, 4. I can't deny what I feel inside of me. Nochmal. I can't deny what I feel inside of me. Nochmal. 3, 4. I can't deny what I feel inside of me. So, die Rhythmik stimmt jetzt ein bisschen weicher, ein bisschen hauen dabei. 3, 4.
5. I can't deny what I feel inside of me. Ja! Perfekt. Das war's! Geil! Cool. Super! Fertig! Super! Mir ist es egal, ob ich jetzt eine Zeile singe oder ob ich einen Vers singe oder stehe. Es kommt auf das Endprodukt drauf an. Das muss klappen, das muss stimmen. Und wenn. Ich habe auch keine Ahnung, ja, davon, wenn die Produzenten sagen, okay, so und so hört sich es einfach am besten an und es ist halt für die Gruppe und dann ist das so richtig und dann ist es für mich okay. Es gab so ein bisschen Zoff wegen, weil Peter das neue Lied so eingeteilt hatte, dass Nadja die beiden Strophen singt und ich singe die beiden Bridges. Und es hat einigen nicht gepasst, weil sie gemeint haben, ja, irgendwie hört man nicht raus, dass es eine Girlgroup ist, sondern man denkt irgendwie, ja, da sind zwei vorne und drei Hupfdohlen. Und das hat keinem, also mir jetzt auch nicht wirklich gepasst. Und weil vor allem fand ich das auch komisch, weil ich in den ersten beiden Songs sehr wenig gesungen habe und dann plötzlich im dritten Song total präsent war. Und dann hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir das so fair aufgeteilt hätten, dass halt wirklich jeder singt. Nochmal. Gleich nochmal. I was so blind, I was so wrong, the day we... Strong war yeah, super, super geil. Schön. Super. Sollen wir hier geil sagen? Schön. Schön, schön. Super nett. I know it's true. Wollen wir mal die ganzen Chorus singen? Und der Arbeitsalltag der Mädchen ist äußerst hart geworden. Ohne eine einzige Minute Freizeit hetzen sie zwischen Fitnesstraining, Musikaufnahmen und Tanztraining hin und her. Obwohl die Lehrer und Trainer großes Verständnis für die Mädchen haben, dürfen sie sich nicht schonen. So kommen die Mädchen oft an die Grenzen ihrer Kraft. Noch besteht das Leben der No Angels nur aus Arbeit und nichts anderem als harter Arbeit. Die Zeit ist ganz schlimm. Also wir stehen auf, müssen dann entweder zum Tanztraining oder zum Fitness und danach ins Studio. Und letzte Woche mussten wir so oft ins Studio, dass wir gar nicht mehr zum Tanztraining oder Fitness gekommen sind. Das heißt, wir sind aufgestanden, haben nichts gefrühstückt, sind mit ungewaschenen Haaren und total fertig hierher gekommen, haben Gesangstraining genommen, haben dann aufgenommen. Und dann bis 12, 1, 2 Uhr morgens aufgenommen. Dear Chasey Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your baby? Teilweise geht's mir sehr gut und dann geht's mir wieder ganz schlecht und dann habe ich wieder Zweifel an mich und dann glaube ich wieder an mich und das ist immer so ein Hoch und Tief die ganze Zeit. You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. Ja, man hängt schon an Dingen, die man zu Hause liebgewonnen hat, das ist klar. Aber ich bin immer offen für neue Erfahrungen, von daher. Whatever, also, ist mir eigentlich... Wurscht, also nicht wurscht, sondern ich freue mich auf die neuen Erfahrungen. Es ist für mich jetzt nicht, dass ich wirklich so richtig wehmütig bin und denke, ich muss jetzt nach Hause, sonst drehe ich durch. Überhaupt nicht. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain, this letter is my last. As your biggest fan. Natürlich ist das Popstars-Team immer um die Mädchen bemüht. Lucy hat dazu ihre eigene Meinung. Wir werden zu verwöhnt, teilweise. Und ich finde das nicht gut, weil wir müssen, irgendwann müssen wir halt selber auf unsere Beine stehen. Und wenn das jetzt schon so anfängt, dass wir so verwöhnt werden, dann irgendwann werden wir es auch nicht schaffen, selber auf die Beine zu stehen. Irgendwann werden wir immer die Hilfe von anderen brauchen. I've had a lot of time. But you ain't had mine. P.S. Mom and Dad, this is JC. JC. Ich hatte gar keine Erwartungen. Also ich mach mir da keine Pläne. Oh, so könnte es vielleicht sein oder so könnte es vielleicht sein. Ich lasse es einfach alles auf mich zukommen. Also ich bin nicht so ein Mensch, der dann so träumt. Oh, so ist es dann bestimmt. Und
dann kommt es ganz anders und dann träume ich es halt so. Oder ich bin nicht so ein Traummensch. Also ich bin da eher Realist und ich lasse das alles auf mich zukommen und gehe dann mit der Situation um. Wir sind teilweise sehr gereizt und zicken uns gegenseitig an und ja, und manchmal legen wir uns einfach nur noch hin und wollen sterben. Jetzt bekommen die No Angels ihr neues Aussehen. Simone und das Popstars-Team haben dazu zwei renommierte Stylisten engagiert. Also, das hier ist Marc und Marc ist von jetzt ab euer Stylist und wird dann zusammen mit euch auch arbeiten, sodass wir dann eigentlich das ganze Idee so von den Elementen und so alles, was wir gedacht haben, weiterarbeiten können. Schön. Cool. Hi. Hi. Und was machst du noch? Ich arbeite halt größtenteils an Musikvideos, Plattencover oder Styling von Schauspielern etc. Ich habe Him gemacht, ich habe natürlich als Lokalpatriot in Berlin auch Westbam und Dr. Motte und Lexi und Carl Paul, so, also auch Techno-Sachen. Ne? Ja, als erstes stelle ich nochmal die Dina vor, ist Kostümbildnerin und arbeitet ganz eng mit mir zusammen jetzt.